Hallöchen Leute, willkommen zu Mario Party. Hallo. Hallo. Ich muss euch lauter stellen, ihr seid recht leise bei mir. Das Problem ist, ich hab immer super laut, weil wenn wir vorbereiten, ist sie super laut und dann, wenn wir eigentlich streamen, ist sie wieder super leise. Das ist schrecklich. Mika, vielen lieben Dank fürs Folgen. Danke, danke, danke. Das ist lieb. Danke auch für den Follow bei mir. Yippie. So. Ich muss hier noch auch selber alles einstellen noch. Das ist irgendwie... Emian schreibt, du bist doppelt Fee. Wieso machst du sowas? Hast du vielleicht dich bei dem Twitch-Ding nicht gemutet? Doch. Doch, hab ich. So, jetzt dürfte ich nicht mehr doppelt sein, oder? Yep. Ich kann's nicht hören. Du musst auf deinen Chat vertrauen. Ja, ich muss mich beiden vertrauen. Einmal den Fullscreen anmachen. Oh, nein, ich will nicht nur meinen Puls sehen. Nee, passt aber leise. Ich bin leise. Danke, jetzt? Emian, für den Follow. Yippie. Oh, jetzt sehe ich Mario Party. Ja, aber sehr leise. Ich bin sehr leise im Vergleich. Ich liebe Soundprobleme. Yippie. Ich liebe es. Yippie. Ist ja nicht so, als ob Yoshi und ich waren 5 Jahre vorher da. Wir hatten noch nie Soundprobleme. Nein, wir hatten noch nie irgendwelche Probleme und eine Stunde später mal gestreamt. Jetzt geht's. Ja? Okay, dann können wir ja eine Map mal auswählen. Ja. Ich hatte noch nicht die Shopping Mall. Ich hatte sie auch noch nicht. Achso, sieht man den Chat im Stream an meine Leute? Ich hab einen Tippy-Stream-Overlay, da wird auch der gemeinsame Chat abgebildet, was sehr cool ist. Oh, ja, bei mir sieht man alles. Auch. Ja, sieht man, sehr schön. Ich habe tatsächlich nur eine Map noch nicht gefunden, das ist die Goomba-Lagune, aber wir können gerne den Regenbogen-Kaufpalast spielen. Wir können gerne Goomba-Lagune morgen spielen. Oh ja, das wäre eine Idee, ich muss Sigi überreden. Ich glaube, ich habe dich auch noch nicht gefolgt, oder? Nee, hast du nicht. Ja, kannst du machen. Dann, dann sieht man meinen neuen Alert. Wir wollen als CPU vielleicht haben. Wen wollt ihr dann Emian spielen? Wahrscheinlich Emian. Wen wolltest du spielen? Buhu wieder, oder? Notfalls nehmen wir einfach den Hurensohn. Danke, Finn, fürs Folgen. Monty. Monty Maulwurf. Dann nehmen wir den Maulwurf. Auf stark ist okay. Wir können auch auf extrem machen. Aber dann ist er sauer. Wie viele Runden machen wir? 20? Ja. Machen wir mit Joy-Cons oder nicht? Oh, bitte nicht Joy-Con-Dinger, Amy. Okay. Oh. Es gibt einige Bewegungsminispiele, die ich voll mag. Und die kommen halt. Ich habe das Gefühl, ohne die Joy-Con-Minispiele fehlt immer ein bisschen was in der Auswahl. Ich muss Huck einfach morgen nur dazu überreden, dass wir mit Joy-Con spielen. Und Marino. Und Siggi. Gott, das wird eine Qual. Ich muss mein Taxi noch ändern. Regenbogen-Kaufpalast. Heißt er nicht Rosalina oder Rosaline? Rosalina. Ja, Rosalina. Oh, jetzt haben wir so. Ich glaube, entweder die also, hier oder die Bowser-Map ist mein Favorit in dem Spiel. Wenn Monty trotzdem was Blödes macht, beleidige ich dich, Emia. Oh. Ja, sure. Ihr beide habt noch nicht gespielt. Ja. Alle 5 Runden gibt eine Rabattaktion! Das ist alles halbiert während jeder 5. Runde. Alles kostet nur die Hälfte. Außer Buhu. Buhu wird nicht halbiert, was ich schmerzhaft feststellen musste. Und es gibt eine Menge Ausrufezeichenfelder, die verschiedene Shops sind, in denen man kaufen kann. Und je mehr du kaufst, desto mehr Gambling-Tickets bekommst du bei der Tombola. Jetzt musst du eine 7. Oh. Das war ein sehr hoher Würfel.
Vielleicht habe ich diesmal doch Glück. Ich bin einfach nur froh, wieder ein richtiges Mario Party zu haben. Das sage ich in jedem Stream. Ja, ist aber okay. Das hier, ach, das Spiel ist so gut. Hi. Ja, ich muss so kurz hin. Dann wird wieder auch angezeigt. Yippie. Oh, interessanterweise ist bei dem Icon bei dir im Stream hast du ja das Broadcaster-Symbol. Ja. Aber bei mir bist du Mod, deswegen bist du bei mir im Stream-Overlay als Mod angezeigt, obwohl du eigentlich als Hoster reingeschrieben hast. Ich mag die Musik voll. Die gibt mir Pokémon-Vibes. Ja. Oh, aber jetzt ist die Musik sehr leise. Wow. Guter Anfang. Ich habe einfach meine Ingame-Musikeinstellung schon so perfekt gehabt. Ich habe sie seit dem ersten Mario Party-Stream nicht geändert. Angeber. Ich bin zwar ein Angeber, aber hier im Kaufpalast bin ich ein Ausgeber. So kann ich jetzt eine 3 würfeln, um die Streak aufrechtzuerhalten, ist die Frage. Ah, das ist das Doppelte von der 3. Danach musst du dann einen 9 würfeln. Das wäre nicht das Doppelte von einer 3. Vielleicht. Das Dreifache. Oh, ich bekomme auch einen Doppelmoppelwürfel. Ich bin auch ein Doppelmoppelwürfel. Du bist mein Doppelmoppelwürfel, kleiner als 3. Bin ich hier reingeraten? Auf eine 6. Willkommen auf dem Doppelmoppelwürfelfeld. Hol auch einen Doppelmoppelwürfel. Ja! Minispiel. Nicht die Orkoshi-Schikane. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe gehofft, nicht wieder abgestempelt. Aua. Abgestempelt. Ich liebe Mario Party. Oh, ich habe mir gestern mal diesen Clip angeguckt, wo du auf mich draufgesprungen bist bei Mario Party 2 und einfach in die Lava dann gestürzt bist. Unsere alten Mario Party-Clips sind legendär. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich wirklich, wirklich mal hobbylos bin, einfach die ganzen Streams durchforsten und eine Art Best-of daraus schneiden. Da ist so viel Content. Bei Mario Party auf jeden Fall, ja. Ich meine, in jedem Stream gibt es wahrscheinlich mindestens einen Ausraster von mir, wo mich das Spiel betrogen hat. Ich freue mich gleich schon wieder künstlich aufzuregen. Mein Ernja, warum machst du das? Maulwurf, Maulwurf, Maulwurf! Ja, okay, jetzt ist das Spiel, das ist tot. Jetzt, ja. Ripsi. Und da streckt er sein Po aus. Mir zeigt Discord aber an, dass wir streamen. Ich auch? Nein, weil du nicht auf online bist. Oh. Das kann es nicht... Jetzt? Nein. Nein. Jetzt bist du nur online. Ja, aber warum zeigt es mir das nicht an? Zu schnell. Mann, weil bitte, wegen woke. Hilf mir doch mal nächstes Mal, Yoshi. Morgen. Wenn du mich lieb hast. Wenn du eine hast. Rigged! Zum Glück bist du Erste, das heißt, der Stern ist sehr unwahrscheinlich. Ich hab mir diesen Soundtrack schon 30 Mal angehört, er ist so gut. Und mit 10. Hast du dir schon Emotes geholt? Hast du dir schon Emotes? Ich hab nur Better Twitch TV. Nein, in-game. Nein, ich hab zum Beispiel... Was ist dieses Videospiel? Das ist voll rigged. Ich hab mir noch gar nichts geholt in den Shops. Ich hab schon gespielt, ja, aber... Nee. Ich bin schon Level 50 und hab alles. What the...
Okay. Glaube ich 18 oder so. Ich meine, wenn ich hoch genug bin. Warte, wo ist der Stern? Wenn der ganz oben ist, kann ich den nicht bekommen, weil ich dafür... Okay, ich müsste das bezahlen. Das heißt, ich komme nicht zum Stern. Ich darf einfach nur nicht hoch genug würfeln, dann kann ich es nächste Runde schaffen. Andreas, doch, ich kann hoch. Ich kann so hoch würfeln, wie ich will, mit einem normalen Würfel. Der Doppelwürfel hätte mir nichts gebracht. Ach Gott, was soll's. Übrigens, was ich vergessen habe zu erwähnen, auf diesem Brett gibt es 4 verschiedene Stempelstationen versteckt und wenn ihr an, was heißt versteckt, die sind platziert, wenn ihr an jeder vorbeikommt, bekommt ihr jetzt einen Stempel, den man am Start für je 10 Münzen eintauschen kann. Aber wenn ihr alle 4 Stempel habt und die eintauscht, bekommt man 50 Münzen. Wow. Oh nein, sie macht den Marino. Ich weiß gar nicht, was für mich jetzt am meisten Sinn ergibt. Du kannst hier unten ewig im Kreis laufen. Round and round and round and round. Wo sind denn die Stempelstationen? Die dürfen auf der Karte eingezeichnet sein. Eine ist direkt hier unten, es gibt 2 auf der höchsten Ebene und eine auf der mittleren. Alter, hier ist einmal ein Stempel, da oben, links und rechts. Und... Oh. Wow. Ey, weißt du auch noch einen Hidden Block findest? Okay, du kommst auf Glücksfeld, da gibt's keinen Hidden Block. Noch ein Doppelwürfel. Da wo du jetzt lang gegangen bist, geht's Richtung Wow. Warum call ich das? Weil das Spiel rigged ist. Minispiel! Dabei ist das hier der Gay-Kaufpalast. Lichtwellenleuchterei! Oh. Wir haben Twoms. Nein, das sind Wumms. Twoms sind nur Ein Bild ist anders. Wir müssen wählen, welches das ist. Ah. Okay. Ja, okay. Okay. Am Ende wird es gemein. Es wird am Anfang richtig easy peasy und dann wird es gemein. Runde 1. Eine Mandarino. Maroni Mandaroni. Ah, ich musste erst überlegen, Moment, was war nochmal was? Oh Gott. Runde 2. Bananen. Boah, wie schnell wart ihr denn? Diesmal musste ich nicht erst überlegen. Ich hatte beides in mein Hirn gedrillt. Traube. Traube. Ich war so langsam. Runde 4. Nicht realisiert, dass das Blatt anders ist. Das wird nochmal knapp. 4 Bananen. Na! Oh, es ist unentschieden, oder Hack? Ja, wir haben beide 17 Punkte. Und ihr beiden teilt euch den dritten Blatt. Normalerweise bin ich gut im Reaktionsspiel. Normalerweise. Ich bin nur gut in Flip the Chimp aus Mario Party 8. Oh nee, das ist doch voll das Kackspiel. Weißt du, wie ich habe Sigi mehrmals Nachrichten geschickt, privat. Weißt du, auf was er geantwortet hat, als ich ihm einen Flip the Chimp Screenshot geschickt habe? Es ist der Lifehack. Wenn du etwas von jemandem willst, schick ihm Flip the Chimp.
Danke, Nika. Sehr nett von dir. Ich werde gemobbt. Mob zurück? Das Gute ist, bei dem Spiel muss ich nicht hinschreiben, wer wer ist, weil es permanent on screen steht. Ne, ich hab das unter unserem Discord-Ding. Das wird dann ab und zu mal. Ich hab keine Infobox, weil da stehen ja die Namen literarisch unter den Charakteren. Ja, jetzt bis jetzt ist Fee zum Beispiel ist jetzt bedeckt vom Kürbis. Jetzt steht er nur alt. Ja, und ich hab keinen Kürbis auf meinem Stream. Ich bin alt! Und ich hab keinen Kürbis auf meinem Stream. Das sorgt dafür, dass mein Stream objektiv schlechter ist, aber dafür ist die Qualität auch schlechter, weil es kein Kürbis ist. Dann brauchst du einen Kürbis. Den Kürbis hat mir Fee gemalt und die Tentakel hat mir Fee auch gemalt. Ey Fee, warum würfeln wir so kacke? Ich weiß es nicht. Wenigstens habe ich für einen steckenden Block gehabt. Was? Ich hab Fee. Baby würfelt hier keiner gut in dieser Party. Alle kacke sind. Ja, warte. Alle gleich schlecht, also niemand gut. Klingeling. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Ich möchte gerne noch mal so wie in Mario Party DS so eine Map haben, wo man oh, das war glaube ich das Dschungelding, ne? Dass man ganz viele Sterne auf einmal kaufen konnte, wenn man genug Münzen hatte. Hack, wir hatten zwei Partys Fair Square in Mario Party 6 gespielt. Nee, das ist anders. Es ist etwas anders. In Fair Square kannst du nur bis zu 5 kaufen und nicht gleich 12. Ich glaube, Pagoda Peak in Mario Party 7 kannst du endlich viel kaufen. Das hatten wir gestreamt. Und die Carmack Map in Super Mario Party funktioniert auch so ähnlich. Aber ich will Mario Party DS spielen. Ja, ich doch auch. Das Stärchen fällt vom Stern. Wer jemand treibt einen Fieb in der Runde hier noch auf? Oh, ich kann mich random teleportieren. Yippie! Fieb! Ich bin so ein großer Fan von dieser Musik. Es ist schrecklich. Sechs. Neun. Oh, fast. Acht. Oh. 14. Reicht das zu den Sternen? Nee, du kommst ja auf der anderen Seite vom Fahrstuhl raus. Was ist, wenn ich... Wie viel habe ich nochmal? 12. Nee, das ist ja dumm, wenn ich dafür... Ich kann wieder zu viel. Lol. Ja, komm zu mir kuscheln. Dieser Stream ist gesponsert von Marino. Moin, Hallöchen Affe, willkommen. Hallo. Hallo. Oh, der Sticker ist das besondere Item auf der App. Damit kannst du für einen Spieler im nächsten Zug alles doppelt kosten lassen. Ja, aber ich bin doch nicht jemand. Hallo, Hack und andere Person. Oh. Ich bin Fee, hallo. Ich bin Huckleberry Fee mit U. Ich bin die Nasenfee. Wenn man seine Nase unter das Kissen legt, dann komme ich die holen und ersetzt die durch 50 Cent. Ich muss kurz überlegen, wie das ganze Budget ging an die Zahnfee, deswegen haben wir nur so wenig. Oh, eine Röhre, ich schwöre. Jetzt hast du einmal Röhre was gekauft, das heißt, du kannst beim Tombola-Laden, hast du jetzt ein Los sicher, wenn du da hinkommst. Wow. Es ist Gambling. Wow. Muss mal gucken. Oh nein, die Ereignisfelder da oben sind der letztplatzierten Laden. Da kannst du nur kaufen, wenn du letztplatzierter bist, aber du landest leider nicht drauf. Nee, ich lande nicht drauf. Geht so viel. Nicht zu viel.
Lass einfach Hackgas leiten, dass sie die ganze Zeit nur im Kreis läuft. Hey, geh wieder hoch, da wo du gerade. Schade. Also wieder hoch, hä? Marino. Das ist voll das Coole, okay? Ich bin nicht Marino. Starke Worte von jemandem, der gerade 3 Stunden auf die Karte geschaut hat. Hey, mobb mich nicht. Die Karte ist aber auch sehr verwirrend, okay? Parkpanorama. Oh nein. Es geht um Fotos machen. Yippie. Oh nein. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich mag das voll. Ich mag das nicht, weil ich immer auf die anderen Bildschirme gucke. Den Zoom richtig hinzubekommen ist nur unfassbar tricky. Ja. Dann gibt's noch das Timing. Taugt das Mario Party? Es ist wirklich gut. Ja, ist mega gut. Ich kann es auch immer noch kaum glauben, dass wir ein gutes neues Mario Party im Jahre 2012 und 20 haben. Super. Ach nein, da läuft ein Koopa im Hintergrund, den habe ich nicht beachtet. Oh, nee, ein bisschen weiter zu kettig müssen. Runde 2! So, das dürfte ungefähr passen. Naja, ich bin zu weit unten, ich hätte die Kamera ein bisschen höher machen sollen. Ja, ich hätte auch ein bisschen weiter unten. Es war gut, aber es hätte wesentlich besser sein können. Aua! Wo ist dieser fucking Baum? Ich hab mir meine Hand angemacht. Da. Ah, da. Ich war viel zu nah rangezoomt. Ein Fee sieht gut aus. Ja. Der Maulwurf hat gewonnen. Rigged. Mein Ernjan. Aber nee, dieses neue Party finde ich auf jeden Fall besser als der andere Switch-Teil, den wir... Der andere Switch-Teil war halt nur alter Content. Das ist halt was neu. Ist du meinst den Superstars, ne? Ja, das mochte ich nicht, so. Ja, den hatte ich auch. Ich fand den eigentlich ganz okay. Er war okay. Aber der ist schnell langweilig geworden, fand ich. Er hatte halt abseits von dem Brettspiel rein gar nichts. Hier hast du halt eine Menge Modi, die du noch spielen kannst. Und es gibt auch 2 Bretter mehr, es gibt mehr Minispiele. Und vor allem, da ist es nicht alles aus alten Teilen, sondern komplett neu. Also das meiste. Wir haben 2 alte Bretter. Das andere ist ja wirklich nur, alle alten Partys. Ich mochte den Wii-Teil am liebsten. Welchen Wii-Teil? Es gab 2. Also Leute, die Mario Party 2 nicht als allerbesten betiteln, haben komplett recht, weil Mario Party 2 nicht der beste Teil ist. Es ist der allerbeste Teil. Teil 3 ist so viel besser. Und dann der DS-Teil. Und dann der Gamecube-Teil, den du hast. Der 4. Mario Party 4 ist noch schlechter als Teil 2. Das hat nicht ein gutes Brett. Da unten kannst du, glaube ich, deine Stempel abgeben, dann bekommst du Münzen. Mhm. Korrekt. Oh, Mario Party 8. Mario Party 8 ist gut, aber als wir es im Stream gespielt haben, war es sehr scuff, weil wir keine richtigen Wiimotes hatten. Oh, das war richtig schlimm. Ich habe jede dritte Sekunde vergessen, wie die Steuerung geht. Und Yoshi hat gleich einen Stern. Aber Teil 8 hat richtig, richtig gute Bretter. Ich gebe dir gleich ein gutes Brett. Danke, aber ich habe schon ein Brett vorm Kopf. Ich stehe auf dem Brett. Da brettern wir doch durch. Ha?
Also ich brauche eine 1, um zu würfeln. Da muss ich jetzt erstmal auf meiner Karte nachprüfen. Oh, schaffst du das? Ich weiß. Ich will eine 5 würfeln. Wenn du nur eine 2 gebraucht hättest, hätte ich das. Das ist eine 6 und keine 5. Ich wollte so einen Buglockenladen. Da hätte ich eine Buglocke kaufen können. Ich weiß nicht mal, ob die nur 10 Münzen kostet oder teurer ist. Darum geht's nicht. Hüte dich, hallo. Wann eigentlich MC Ballyhoo, der Typ aus MP8 Comeback? Du musst, wenn, dann seinen deutschen Namen verwenden. Es ist Billy Balla Balla und ich dulde keinen Billy Balla Balla Slander auf meiner Timeline. Komm ich auf Bowser? Oh Gott sei Dank nicht. Wer ist jetzt Billy Balla Balla? Der Host aus Mario Party 8. Mein Lieblingsbrett war Koopas Tycoon Town. Ja, das ist auch Peak, das Brett. Vor allem, wenn Ziggy gewinnt. Wow, Hack, du nimmst für eine 3 deinen Superwürfel? Ja. Du würfelst zweimal eine 1, komm schon. Gönn. Ah, schade. Guck! Und sein Hut heißt Kopftopf, korrekt. Oh, Gott, ansehen. Ja, nimm den Aufzug, dann bist du nämlich viel näher beim Stern dran. Achso, okay. Ich hab's nicht offline gemacht, tut mir leid. Achso, dieser creepy Hut, der so richtig creepy, den ich so gruselig fand. Da oben schon wieder. Gott, da ist es so weit weg von mir. Da komme ich doch jetzt nicht hin. Ja, nimm doch deine Röhre. Ja, aber ich will auch die Stempel auf dem Weg dahin mitnehmen. Das kostet nur eine Münze, Hack. Ja, ich weiß. Der 1-Euro-Shop, der Teddy, der 1-Euro-Laden, whatever. Hallo, der 1-Euro-Laden ist nicht mal mehr der 1-Euro-Laden. Das kosten voll viele Sachen noch. Mittlerweile. Ja, was ein Scam. Ja, es ist echt ein Scam. Ein Pilz für den Pilz. Gehe ich dann runter oder hoch? Ich glaube, wenn du runtergehst, bist du näher am Sternenraum. Ich glaube, Monty bekommt den Safe nächste Runde, oder? Der war doch direkt neben dem Aufzug, oder? Geh doch eine Runde. Ja, der war direkt neben dem Aufzug. Ja, dann hat Monty den sehr sicher. Wenn ich bei dem Dings vorbeigehe, an dem... Du kannst aussuchen, ob du deine Stempel eintauscht oder nicht. Achso, okay. Achso, man kann sagen, nein? Wenn du die 20 Münzen jetzt schon haben willst, kannst du dir direkt auszahlen lassen. Aber wenn du auf die 50 gehen willst, dann behalte noch. Ich komm zu euch. Gruppenkuschel. Du kommst aufs Gambling. Nein, du kommst ein Feld vor Gambling. Aber ihr kommt wahrscheinlich nicht wahr. Ich hab noch nichts gekauft. Mir bringt das Feld rein gar nichts. Also werde ich definitiv drauf landen. Alle gegen Ermian. Der Kran hat Schuld. Ich liebe Mario Party 4 Minispiele. Gott, ich hasse Mario Party 4. Hast du gut gemacht. Ich habe nichts gemacht. Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, habe ich noch gesagt, ach komm, ich werde da nicht als erstes dran sterben, Mann. So, ich bin als erstes dran gestorben. Top 10 things taken right before this. Hey, du hast mich da reingeschoben. Ja, natürlich. Ja, hast du. Skill issue. Nein, habe ich nicht. Hast du wohl. Nein, habe ich hast du wohl. Der Scheiger hätte mich fast sabotiert. Okay, Spielbaggerin. Hack! Ah ne, Hack ist schon draußen. Fee, ich glaub an dich. Los, Fee, los! Glaub nicht an mich! Doch, ich glaub an dich, du schaffst das! Jetzt schnell, geh durch! Glaub nicht an mich! Okay, Monty Maulwurf ist literally am Throne. Scheiße! Du hast es, geht einfach gegen der Richtung gelaufen. Stallen. Okay, let's go. Oh Gott. Das war zu viel Druck für mich. Ja,
Sorge, wenn Hacker und ich throwen, dann kannst du einfach, dann musst du es ausbaden. Ja, musst du. Easy. Oh nein. Nächste Runde. Rabattaktion. Jetzt kostet alles die Hälfte. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Keine Nieten, nur Gewinne. Oh. Was sind die Sachen vom 1-Euro-Shop dann auch nur noch 50 Cent? Nein, das wird aufgerundet. Guck mal, wie haben wir nicht vorhin noch über das Donkey Kong Rhythmusspiel gesprochen? Ja, haben wir. Oh. Aber es kann kein Stream von Hack und mir sein, ohne dass der Hurensohn auftaucht. Oh, du hast 50 Münzen, zum Glück kommst du nicht zu Bu. Oh, zeig gleich. Oh. Eine 10 gewürfelt, um welchen Preis? Ich glaube, das Chance-Time-Feld ist bei Bu. Er nimmt nicht seinen Würfel, um sich den Stern zu holen? Okay. Never punished. Deleted. Damit hat er den Stern erhalten. Wow. Yay. Stern erhalten. Danke, Sprecherin. Glückwunsch, Monty Maulwurf. Oh, der ist bei Bu. Weißt du was, wir haben eine Rabattaktion. Ich gamble einfach drauf, dass ich in die Nähe des Sterns komme. Weil ich habe eh noch nichts gekauft. Das heißt, mir bringt das Gambling-Feld nichts. Ack würde das was bringen, aber mir nicht. Nein, nicht Uwu. Nika, ist das ein Spit-Emote? Ja, ist ein Spit-Emote, super. Oh, das war... Ich wollte zum Stempel. Ach, egal. Ein Feld zu weit vorne. Aber jetzt kann ich den Stern holen mit einer 10. Hast du gut gemacht. Mit einer 10 habe ich gesagt, Spiel. Das heißt, du musst mir auch eine 10 geben. Eins. Oh. Ich wollte gamblen sehen. Da kann man eine Goldröhre gewinnen. In den Block. Hallo. Kleine 10, Yoshi. Eine sehr kleine 10. Das ist rigged. So süß das mit den kleinen Täschchen und Geschenk. Oh, der Goomba mit dem Geschenk oben auf dem Kopf ist so niedlich. Ja. Nein. Oh, ich meine... Das mobbt mich. Holzstick, der Hektik. Das kommt jede Party... Nee, Moment. Das war das 1 gegen 3 Spiel. Das kommt nicht jede Party. Ach, das war das. Da habe ich das gehasst. Ich habe im Story-Modus sehr hieran verzweifelt. Okay. Ich habe nur die erste Insel bisher gemacht. Goomba? Goomba. Ja, im Story-Modus, genau. Oh. Außerdem heißt das Gumbolf. Runde 3. Ah! Du schaffst doch schon, ich glaub an dich. Ah, oh, schade. Oh,
Letzte Runde, Finale. Ich hab Angst vor Fee. Warum? Ich mach doch gar nichts. Ha! Ich überrolle dich nur. Wow. Und ich habe keinen Stern, also darf ich das? Ich darf gemein sein. Nächste Runde! Ich weiß immer noch nicht, warum sie nächste Runde sagt. Das ist weil die nächste Runde anfängt. Ja, aber dann muss sie nächste Runde, nicht nächste Runde sagen. Nächste Runde! Nächste Runde! Wenn du eine 4... Okay, danke. Hättest du den Pilz genommen und einen 10 gewürfelt, wäre ich aufgestanden und hätte diesen Raum verlassen. Fee hat alles an Geld. Hat gute Geld. Aber ich hab keinen Stern. Heul leise. Ja, ich würfel okay. Keine 9, das heißt, du kannst die mir gleich wegschnappen. Oder Hack schnappt die mir weg, das geht auch. Schnippschnapp? Harab. Ich müsste meine Spitzen... Oh, Yoshi, kannst du meine Spitzen schneiden? Ich bin sehr tollpatschig mit Scheren. Ist okay, ich vertrau dir. Okay. Sag das nicht zu laut. Ich vertrau dir meine Haare an, die bis zum Arsch gehen, sogar ein bisschen länger. Also was du mir sagen willst, dass du eine Glatze willst. Nein, das habe ich nicht gesagt, du Arsch. Ja, aber das stören dich ja deine Haare am Arsch. 2 Zentimeter Schnitt, bitte. Nein. Oh, da ist... Er führt seinen Shop. Was für einen Shop hat er? Ich glaube, der kauft dir Items ab. Hä? Okay, mindestens eine 8. Ja, oh, yippie! Eine 9. Und ich lande auf dem Shopfeld. Ich hoffe, man kann sich da was für 10 Münzen kaufen. Ich bin nämlich Brokey-Mokey. Hast du das Popcorn da unten kommst du auf den Bowsy? Nein, ich komme auf Ausrufezeichen. Aber im Shy Guy, der Shop. Der Guy ist Shy. Sterne halten! Oder ich komme einen weit. Nee, der hat mir angezeigt, dass ich auf Ausrufezeichen kam. Ah, oh, das ist direkt bei mir. Nice. Wow. Nochmal abgrasen. Ich bin mir da nicht so sicher, Fee. Du hast eine Warpbox. True. Ich vergesse jetzt schon wieder, was für Items ich habe. Super Wechselspiegel. Lässt sich mit einem Spieler deiner Wahl die Plätze tauschen. Das wäre Broken und ein Duellhandschuh, mit dem man um den Stern spielen kann. Das hätte ich beides so gerne, aber ich kann mir die nicht leisten, weil ich kein Geld mehr habe. Gib mir den Super Schleichwürfel. Da habe ich wenigstens irgendwas gekauft, wenn ich auf die Lotterie lande. Hurra. Dann Leute, der Broke Hase, Digga, weißt du? Brokey Mokey. Der Hase einfach. Und nein, Finny, er hat nicht wieder ein Video hochgeladen. Warum nicht? Hallo. Wieso reactet keiner mehr auf den? Apo Red ist zu busy damit, sich vor deutschen Behörden zu verstecken. Und Mimi ist zu busy damit, seine Rechercheergebnisse vor deutschen Behörden zu verstecken. Hätte ja nichts von, wenn ApoRed in den Knast kommt. Oh, das hätte er so verdient. Das hätte der absolut verdient. Dreifach, ja. Oh hey, du bist am Arsch der Welt. Da, wo deine Haare sind. Mein Arsch ist deine Welt, Yoshi. Das habe ich nicht gesagt. Du warst es zu, Minigame. Wow. Du darfst mit Emian spielen. Ey, Fee, du kannst mich nicht in den Kindergarten schicken. Ich kann keine Form machen. Ach so.
Stimmt. Ja, ja. Was, wie mache ich das? Ich habe gerade auf die falsche Seite geachtet, das war das Problem. Oh, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Aber hier, auch in dem anderen Mario Party Spiel. Ach, da. Ja, okay, jetzt habe ich's. Ich kann keine Form. Ich kann die nicht. Das ist. Start! Runde 1. Das ist schlecht. Wie war das nochmal? Du bist nicht gut in Mathe. Mach den Kreis. Den, naja. Ja. Runde 2. Du hattest den Kreis. Grade? Nein, zurück. Da. Da. Ich hab die zwei Spikes. Perfekt. So. Wir sind die Formen-Gamer. Ich war schon immer schlecht in Mathe. Aber wie berechnet man die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks? Ach, als Maul, du Klein. Oh Gott. Guck mal, wie traurig Toadette ist. Oh. Can't believe the woke people of today don't know the Satz des Pythagoras. Satz des Wir können gerne darüber verhandeln, dass du deinen Warp-Blocks nicht einsetzt. Also ich hätte nichts dagegen, Fee. Glaube aber ich. Das wäre doch nur halb so lustig dann, wenn ich es nicht machen würde. Ich muss es machen. Ich habe keinen Stern. Ja, aber dann ist jetzt ja die Qual der Wahl, ob du von Boo klaust oder dir den Stern kaufst. Und du wirst einfach niedrig genug, dass du beides. Natürlich. Oh mein Gott. Natürlich. Sogar hin. Komm auf Bowser und mach Bowser-Revolution. Wenn ich jetzt eine 1 würfe. Drei. Oder? Es reicht auch noch für beides. Okay, jetzt musst du dich entscheiden. Klaust du mir den Stern? Oder kaufst du ihn dir? Kaufst du dir den Stern? Ich glaube, ich bin nett. Bin ich nett? Ja. Ich bin nett, aber ich werde trotzdem Münzen klauen. Aber zufällig. Du hättest von mir klauen müssen, damit ich nicht genug habe, mir den Stern zu leisten. Naja, ich bin nett heute. Ein bisschen vielleicht. Danke. Ich freue mich schon drauf, wenn das Spiel wieder nicht nett zu mir ist. Oh weh. Nein. Jetzt muss ich drück Danke. Ich appreciate das sehr. Entwickler ist adorable. Adorable? Du hättest doch auf Chance Time landen können, das wäre funny. Chance Time! Wow! Stern erhalten! Yay! That'll do! Wo ist er? Ach, da unten. Da, wo wir beide nicht sind. Mhm. So weit bist du gar nicht entfernt davon, oder? Ich glaube, wenn du einen Fahrstuhl nimmst, sind es nur noch so 10 Felder. Ja, sind jetzt sogar nur 10 Felder. Stimmt eigentlich. Aber ich weiß nicht, wer sonst noch in der Nähe ist. Du kannst aber auch da bleiben und dir einen Stempel holen, da oben. Ist der letzte, der noch fehlt. Will ich einen Stern? Oder will ich Münzen? Natürlich will ich den Stern. Diesen Stempel hast du schon. Maulwurf, du bist doch auch direkt da. Ja, eine 9 mindestens. Okay, der holt sich den weg. Ja. Ich sag ja, du hast für den Stempel gehen müssen. Es klang wie Gaslighting, aber es war tatsächlich schlau. Ja. Fuck, ich wusste nicht, wo Monty Maulwurf war. Ich wollte wirklich nur Gaslighten. Nee, ich wollte viel helfen, weil Münzsterne und so. Warum hat er nicht eine 10 genommen? Der wäre auf Gambling gelandet. Oder ist dann, wenn dann ein versteckter Block auf dem blauen Feld ist, dann bringe ich irgendwen um. Kannst du nicht mehr. Ich drohe sehr oft damit, Leute umzubringen, wenn dieses Spiel irgendwen betrügt. Und woran das wohl liegen könnte. Oh well.
Well, 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 if it isn't another well. Well, well. Yippie, eine 6. Ist das Chance Time wenigstens? Ich glaube, da hätte ich eine 5 gebraucht für Chance Time. Nein, warum nicht? Ich wollte nicht Fee wählen, weil Fee nett zu mir war und Monty hat zu wenig Geld und du bist böse, wenn ich dich auswähle. Also habe ich auf Random gedrückt. Es war die logischste Entscheidung, um mir keinen Groll einzufangen. Du sollst einfach niemanden nehmen können. Na, das wäre langweilig gewesen. Hm. Müdi, müdi. Ja. Ah, ein zu viel für Chance Time. Schade, Schokolade. Oh. Hm? Oh, du könntest ja auch den Huso holen. Wie müsste ich denn laufen? Einmal oben rum, ne? Dann da? Ja. Du musst die Rolltreppe nehmen, glaube ich. Rolltreppe, Rolltreppe, Rolltreppe. Oder du gehst zum Huso. Nein, ich mag den nicht. Aber der Huso kann dich nächste schon... Runde von den Sternen katapultieren. Ich habe schon wieder vergessen, dass Donkey Kong da ist. Nein, ich will den nicht. Der riecht nach Popo. Nicht nach Bananen. Ja, du würfelst eh genau richtig, also was soll's. Oh, die Musik wird auch vorgespult. Und jetzt wieder runter. Hey. Wir würden niemals Gas anzünden, Hack. Wie kommst du darauf? Niemals. Ein Item kaufen klingt doch gut. Ja, finde ich auch. Das ist zu teuer. Hab ich schon. Guck, hättest du mir keine Münzen geklaut, hätte ich mir noch ein Item holen können. Klingt nach einem Du-Problem. Ja, du bist doof. Du kannst den RNG-Generator dafür blamen und nicht mich. Du bist doof. Außerdem natürlich bekommst du doch ein Item, hoch. Also wo beschwerst du? Hey, da stehe ich doch direkt. Yippie. Ich habe anzünden gehört. Ja. Nein, Nika, du darfst nichts anzünden, bitte nicht. Warum nicht? Sie will immer was anzünden. Das ist aber relatable. Wer will nicht immer was anzünden? Echt mal. Spielverderber. Tick-Tack. Okay. Guck mal, was ich angezündet habe. Krabbeltrampoline. Oh nein. Oh nein. Oh. Das ist ein großartiges Minispiel. Oh Gott, weil es Chaos ich hasse ist. Das. Oh Gott, oh Gott. Ah. Okay. Genau so wird das aussehen. Ich hasse dieses Minispiel. Achso, ich hab schon. Ich dachte, ich hätte schon Start gedrückt. Ah! Ah, natürlich! Ich hab's gecallt! Ich hasse dieses Spiel. Hack hat gewonnen, während alle anderen sich einfach nur selbst umgebracht haben. Klassiker. Wie Mozart. Ich wollte eigentlich das Geld haben. Ich war jung und brauche das Geld. Oh nein, das Feld ist jetzt, das Spielbrett ist jetzt ein Hurensohn ärmer. Ding, ding. Tschüss. Oh no! Oh, du könntest es knapp, für das ist knapp geschafft mit einer 15. Abadabam. Achso, ja. Okay. Würdest du auf das... worauf willst du landen? Einfach ja, das weiß ich selber noch nicht. Klassiker. Rolltreppen! Alle. Seid ihr Leute, die auf die Rolltreppe sich hinstellen und dann einfach... sich hochfahren lassen, seid ihr welche, die mitlaufen?
Ich warte. Kommt drauf an. Ich stelle mich immer hin und lass mich hochtragen. Ich laufe nicht extra noch. Nee, ich mach das sehr selten. Ich glaube, das mache ich nur, wenn ich im Hauptbahnhof bin oder so. Wenn man Zug noch eilig annehmen muss, dann kann ich's verstehen. Ja, manchmal will ich auch einfach laufen. Ja, dann nimm die normalen Treppen und nicht die Rolltreppen. Ja, geh doch normal. Da gibt's keine normalen Treppen! In dem Bahnhof, wo ich war, waren immer Rolltreppen und normale Treppen nebeneinander. Oh, no. Nee, bei uns kaum. Ey, dieser dumme Maulwurf versucht die Goldröhre da auch zu avoiden, als wär's Krebs oder so. Aber noch die Rolltreppe voll ist. Wenn die leer ist, laufe ich die hoch. Wenn die voll ist, gehe ich. Hä, wenn die leer ist, kannst du doch am besten darauf. Ist doch am angenehmsten. Du stehst einfach drauf, lässt dich angenehm hochtragen. Da noch extra zu laufen, wäre doch anstrengend. Es wäre nicht anstrengend, aber es geht gegen meine Prinzipien. Als faulste Nase des Planeten. Ich habe noch nie ein Item-Minispiel gespielt in diesem Spiel. Echt nicht? Nein. Ich auch noch nicht, glaube ich. Beiden seit. Ich dachte, du hast die erste Map abgeschlossen im Singleplayer, aber nicht zu 100%. Ach so, ja. Wenn du das mitzählst, dann ja. Sonst nein. Ich komme immer nur zu den zwei Stempelstationen, wo ich schon alle Stempel habe. Es ist. Ja, ich bei den anderen zwei. Scam. Bravo. Meine Lieblingszeitschrift. Da war ich doch eben! Das ist literarisch das Feld, von dem aus ich den Zug gestartet habe. Das heißt, alle werden jetzt alle werden jetzt zu Buwar chillen. Das ist doch gut. Oh. Großer Bu-Fan. Diese Map ist aber auch verwirrend, ey. Das soll, glaube ich, auch so. Ich finde es aber cool. Ich glaube, meine liebste Map da bisher, die ich gespielt habe, ist die mit dem Zug. Westernland? So? Ja. Westernland ist ja von Mario Party 2. Den besten Mario Party. Ach, das ist nicht das beste Mario Party. Das ist das beste Mario Party. Auf eine subjektive Meinung zu haben. Als Maul, du kleiner Puffel. Kommst du übrigens aus Busa? Nee, du kommst in den Funny Shop. Lässt sich mit einem von dir gewählten Spielern wie nicht. Oh, ein Stern! Oh, wow! Oh, du stehst 2 Zentimeter vorm Stern und kaufst dir was, das das ganze Geld wegnimmt. Base, da das Buu, also ist egal. Minispiel! Es müsste nur irgendwer Geld haben, dem du es klauen kannst. Flaggenflitzplanet, mit ihr Super Mario Galaxy. Oh, du hast Pause gedrückt. Ich hab jetzt schon Stellen. Ich wollte auch schon Plus drücken. Gibt doch nicht, das zeigt an, wo die Flaggen sind. Oh, ja, so. Schwieriger machen. Literarisch rigged. Schön gemein schwierig. Ich die Musik ist sehr Pokémon-ähnlich, so die Lieder. Ist so ein bisschen das Arena-Theme. Also die D-D-D-D-D-D hat. Bye bye, Nika. Tschüss, Nika! Oh, dieser blöde. Ich hab die letzten 2 gefunden. Bye bye, Nika, bis zum nächsten Mal. Da zeigt wieder Yoshi den Popo. Was ja Base. Hat nicht früher Yoshi auch so einen kleinen Tanz gemacht? Bestimmt. Wenn er gewonnen hat.
Das war immer süß. Es gibt das Mario Party 9 GIF, wo er mit dem Hintern wackelt. Let's go! Double Lösung. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo alle sind. So. Okay. Ich glaube, ich gehe hoch. Yay! Ne, da lang. Ja. Ich möchte den haben. Das ist Minispiel. Yay! Was spielen wir denn Schönes? Was Schönes. Es geht doch um fast alles, was wir haben. Haben wir eigentlich nur Fehlgeld? Keine Ahnung. Das ist das Kaufhaus, das zwingt uns Geld auszugeben. In Lichtwellenleuchterei. Was ist das? Lichtwellen, die leuchten. Oh nein, ich hasse dieses Minigame. Was ist das denn? Ich kenne das noch nicht. Du machst eine Stampfattacke und steuerst die Lichtwelle. Wenn du dreimal getroffen bist, bist du raus. Nein. Okay. Ich mag das nicht. Ich hab's noch nie gespielt. Ich hatte sehr gewundert, dass das bei uns noch nicht dran kam. Nein! Mieses Timing. Mist. Ich habe endlich wieder etwas ähnliches wie Geld, Gott sei Dank. Ich habe eine Münze verloren, nein! Weltuntergang. Nein! Ich find's doof, dass die Felder verschwinden. Hack! Erinnerst du dich an die Mario Party 3 und 4 Partys, wo wir 100 Battle-Mini-Spiele kamen? Es ist gut, dass die verschwinden! Ja, es soll auch, es soll einfach nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Das ist, immer so ein gutes Balance. So. Wir müssen nochmal Jumbo Shiners Brett spielen. Oh Gott, nein. Ich habe das Video jetzt geguckt, tatsächlich. Die Videos geguckt. Videos? Finn hat sie mir geschickt. Ja. Ich habe einen Zusammenschnitt gemacht. Mehrere. Echt? Waren es nicht zwei Videos? War ein Video. Vielleicht hat sie das VOD geschickt. Das kann sein. Ja, das kann sein. Ich habe die Playlist auf jeden Fall irgendwie. Ja. Ich hab's angeguckt, das war sehr funny. Also ich hab einen Stream-Highlight aus dem Video geschnitten, deswegen. Wenn ihr nicht wisst, über was wir reden, guckt doch einfach bei Yoshi auf dem YouTube-Kanal vorbei. youtube.com/yoshyosh, die besteste Entscheidung meines Lebens. Oh Gott sei Dank, du kannst den Stern nicht holen. Außer du klaust irgendwie auf magische Weise 16 Münzen von Fee, aber dann ist das Spiel rigged. Ich hab nur 7! Wie gemein. Nimm doch alle. Nimm mein ganzes Geld, mein Hab und Gut. Ich hab alles in eine Goldröhre investiert. Jetzt kann ich sie nicht mal sinnvoll nutzen. Wenigstens kannst du den Stern nicht holen. Wow, schmoll, schmoll, schmoll. Ich bin auf Fernstein lang. Oh, ich sehe den Plan. Da ist der Stempel. Ja, Stempel!
Minispiel. Wow, wow. Wow, wow. Waldwippen. Oh ja, jeder bekommt Geld. Wir haben alle dringend Geld nötig. Was? Ever heard of this thing called 2D platforming? Na, na. Na, wo kommt die kein Geld? Oh, jetzt hab ich doch hier raus. Ja, bei mir starten. Na. Ich kannte das noch nicht. Wie kannst du es noch nicht kennen, du Kleiner? Oh nein, ich habe noch nicht 17 Stunden draußen. Ich habe noch keine 17 Stunden hier drin, tut mir leid. Ich glaube, ich hatte 25 das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe. Ah! Ah! Nein! Nein! Oh! Na, 18 ist okay. Ist alles, was ich habe. Wir alle uns 11 haben. One of these things is not like the others. Sag mein Home-Dings eigentlich, wie viel ich hab. Sag mal, ist Rosalind jetzt eigentlich ein Alien oder ein Mensch? Ja. Ja. Keine Ahnung, ist das irgendwas, was mit den Lumas zusammenarbeitet? Ich glaub, sie war ein Mensch, der dann irgendwie zu einem Gott oder sowas wurde. Ja, irgendwie sowas. Oh, Rabattaktion. Oh, das heißt, ich kann meine Goldröhre verwenden. Huge. So. Pingels. Voll cool. Leute. Leute, meine Mama. Mhm. Oh, der Shop. Wenn du funny gewesen wärst, hättest du mit dem Glücksteilwürfel auf den Shop landen können, wo es, ach, du kannst ja den Stern eh. Wo es den Superduellanzug gibt, weil der ist reduziert diese Runde. Oh. Dann hätten wir um den Stern spielen können. Hätte ich jetzt nicht drauf geachtet. Hm. Naja. Ich merke schon mal. Ah. Nee, ich gehe auf zufällig. Ich mach zufällig. Ich mach zufällig. Das Spiel mag dich nicht. Ich drücke A. Ah, oh nein, 9 Münzen. Was gibt dir die, dass mich das Spiel nicht mag? Keine Ahnung. Warum ist immer, warum sind alle immer ein Feld vor Chance Time? Zu weit für die, whatever. Chance Time! Weißt du, Yoshi? Ich habe gelernt, Rigged. Wenn eine andere Person etwas nicht macht, musst du es selber machen. Das habe ich letztes Mal ganz oft mit Fee festgestellt. Nicht wahr? Ich habe nicht genug Geld für den Duellhandschuh, danke. Lauf doch einfach. Hallo, wir sind in der Shopping Mall. Wie denn, wenn mein ganzes Geld geklaut wird? Hallo. Yippie! Oh, noch ein Pilz. Supi. Muss mir dringend Geld holen. Sammel die Pilze. Ich würde ja gerne alle Stempel sammeln, aber ich komme immer nur an denselben zwei vorbei. Also ich habe das Gefühl, ne? Hier, Monty, der macht immer ganz hohe Zahlen, der bekommt auch ganz oft hier so einen Doppelwürfel, aber irgendwie schafft er nichts. Er hat 2 Sterne. Ja, aber irgendwie... Ja, und nein, ich habe auch 2 Sterne. Mal. Natürlich. Wow, CPU klaut von der Person, die Geld hat. Wer hätte damit nur gerechnet? Ich weiß noch, in Mario Party 1 und 2 war das, glaube ich. Da hat der CPU immer Platz 1 alle Münzen, also alles immer geklaut. Auch wenn er nur noch eine Münze hatte. Da war die KI noch nicht so intelliklug. Intelliklug. Intelligenz. Ich bin ziemlich intelligent. Hab nur Mut.
Was mache ich jetzt an dem Punkt? Keins meiner Items bringt mir irgendwas und ich bin 2 Felder vom Stern entfernt. Ja, du weißt, was das heißt. Einfach eine 1 würfeln. Ja, bitte sehr. Das bringt nur für Hack was, weil der Rest kann sich daraus cheaten. Ja. Weißt du, ich würfel eine 1, wenn ich eine 10 brauche und eine 9, wenn ich eine 1 brauche. Ja, genau so, nicht anders. Rigged. Eine Röhre, danke. Ich wäre lieber auf ein blaues Feld gekommen, hätte 3 Münzen bekommen. Amüsant. Amüsierender Sand. Ha. Mann, ich frag mich nur, wer den Stern bekommt. Ist ja überhaupt nicht offensichtlich. Hä, wer denn? Wenn ich raten müsste, ich. Ich hab ja meine Goldröhre. Wow, Yoshi bekommt einen Stern. Yippie! Leute! Yippie! Leute! Leute! Meine Mama hat mir Cola erlaubt. Ein Bonus-Minigamu. Juhu, doppelte Münzen. Ich hab dringend das Geld. Jetzt ist ein Spiel, was der Einzelspieler nicht gewinnen kann. Och, ne. Oh, es ist ja echt gemein. RNG, warum? Es ist technically nicht RNG. Follow, Abdeck Salam. Abdel, willkommen. Abdel. Wieso ist Abdel bei Yoshi und nicht bei mir? Hallo? Rigged. Abdel, du musst alle 3 Chats offen haben, wie du es immer machst. Okay. So, Finny, wir sollten sagen, wer was nimmt. Ja, aber lass erst Yoshi tippen. Warte, alle 3 Chats offen haben, bringt ja nicht mal was, wenn die kombiniert sind. The Illusion of Choice. Okay, also ich sag... Was? Schön ist. Okay, ich nehme Y. Fee, wohin sollen wir gehen? Ich mach B. Papi unten? Ja. Oh, ich habe was anderes genommen, tut mir leid. Ha! Au. Ja, du bist auch so in allen 3 Chats. Wir haben einen gemeinsamen Chat. Twitch-Feature. Ich mach oben. Okay. Wer? Okay. Oh. Eine Runde noch. Aber nee, das ist. Eigentlich müssen wir beide woanders hingehen. Ich hab noch 1 Leben, das wäre sehr sinnvoll. Ich mach links. Yes! Oh. Alle meine Homies lieben sinnvolle Twitch-Videos. Ich bin ganz kurz auf Klo. Viel Spaß. Viel Spaß, bring was mit. Am Klo? Nika, sag immer, bring was mit. Ich sag immer, fall nicht rein. Ja, fall nicht rein oder schlaf nicht ein. Bring das alte Mobildesign bitte zurück. Ich kenne gar nicht mehr die alte Twitch-App. Oh. Die alte ist 1000 Millionen Mal besser. Ich hasse dieses neue. Das ist so ekelhaft. Bäh. Einfach nur bäh. Ich bin auch das alte zurück. Das war ich kenne das alte nicht. Also ich bin schon länger auf Twitch, aber ich kann es mich nicht erinnern. Ja, dieses neue sieht echt aus, als ob du irgendwie durch Social Media irgendwie rumgurkst. Das ist richtig kacke. Ach, das meint ihr? Ja, okay, ich hab's nicht geupdatet, dass ich jetzt diesen komischen TikTok-Mist da habe. Ja, ich... Ich muss das nehmen. So. Ja, das ist aber... Wow, eine 2 gewürfelt. Na super.
Aber ich habe wenigstens den Stempel. Warte mal, du hast nicht den Glücksfallwürfel genommen? Hätte ich nehmen sollen, ja. Literally aber ich habe gehofft, dass ich... ich habe gehofft, okay, ich habe gehofft. Oh nein, der Plan war auch, das Rollstuhl reinzukassieren. Ich merke schon. Achso. Das ist der Funny Shop. Hier kann man die Funny Items kaufen. Ich würde auch Goldröhren nehmen. Hatte ein automatisches Update. Ich habe die automatischen Updates für meine Apps ausgemacht, weil irgendwann mal ein richtig dummes Update von der App kam und. Nee. Das mache ich nicht mehr mit. Gegen das System. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, dass Hack noch eine Chance hat, diesen Stern zu bekommen. Oha. Wie? Ich wie echt ist das mitgedacht? Und ich habe nicht mal eine Chance darauf, weil ich kein Geld hab. Hä, sei doch einfach nicht arm. Mann, ich wollte nur aufs Gamblingfeld kommen. Einfach nicht arm sein. Das ist mein... Deswegen wählt bitte mich als zukünftigen... Natürlich. Als zukünftigen deutschen Bundeskanzler, denn ich habe das Problem für Armut gelöst. Einfach nicht arm sein. Sie sind jetzt arm, Uno Reverse Card. Hallo. Bin ich wieder da? Ja. Ja? Na, ich hab meinen Stempel voll. Yep. Ja. Es ist halt nervig, um alles manuell updaten zu müssen. Das ist, ja. Ich habe automatische Updates auch an. Aber ich nutze kaum irgendwelche Apps auf meinem Handy. Also, höchstens Twitter, aber das, werde ich wohl irgendwann auch deinstallieren, weil die Plattform ist literally die Hölle. Blue Sky. Ich habe einen Account. Ich habe nur nichts gepostet, aber ich habe einen Account. Oh? Welch warmer Wumpf, Willkommensgruß! Der Gebrauchtwarenladen zeigt sich sehr, über deinen Besuch zu freuen. Kloster, was ist denn Wump anscheinend gewaltig interessiert? Der Wump meint, er zahlt dir einen wahnsinnig guten Preis. Klaut er dir den jetzt einfach? Auf Nein machen? Ich meine, du hast Profit gemacht! Der hat's mir einfach geklaut! Ich darf nicht mal Nein machen! Du hast Profit gemacht, du hast für 15 gekauft und für 30 verkauft. Plattform Chaos. Aber zu welchem Preis? Mögt ihr Mario Party 1 Minispiele? Oh, ich hasse dieses Atem, mein... Wir haben das sehr vereinfacht und sehr anders gemacht im Vergleich zum Original. Ja, ich hab jetzt verkacken, also... wo ist Spann? Nein, ich hab's jemand gemacht. Warte. Was machst du? Was? Ich sage warte und ihr macht jetzt Start. Sorry. Was seid ihr dafür? Es ist Fehlschuld. Ich war schon längst auf Sorry. Ready. Ich hab schon gedrückt, bevor sie es gesagt hat. Würde ich jetzt auch sagen. Was kaufst du mir meine Münze? Ja. Welchen München? Ja, leck mich doch an diesem Arsch hier. Ja, wo deine Haare dran sind? Ja. Wie seid ihr bei? Wie bin ich auch schon runtergefallen? Ich wollte mich gerade darüber beschweren, warum ihr so schlecht seid und dann das. Die Perspektive ist so doof. Ich habe nichts gesehen. Haben wir keinen gemeinsamen Chat mehr? Ich bin verwirrt. Ich glaube, wenn wir mit Internet ich bin noch raus... verwirrt. Oh nein. Upsi. Warte, kann nein. Ich mich einfach nochmal... So? Was ja, schon? Okay. Gemeinsamer Chat gestartet. Cool. Ja, mein Internet war ja kurz. Beste Freunde müssen keine Rücksicht auf dich nehmen. Ist overrated as fuck. So true. Let's go. Da. Ich hab meinen Doc verschoben.
Also an deiner Stelle würde ich die Goldröhre nehmen. Weil dann, du bist so weit weg. Also wenn ich du wäre. Ah ja, da ist er. Wenn du Eier hast. Entweder das oder ich gehe runter und hol mir Münzen. Bräuchte ich denn dafür? Ja, aber dann müsste ich echt lang hoch, ne? Ja, okay. Die güldene Röhre. Hui! Ich habe jetzt richtig Bock auf Popcorn. Auf Popcorn? Mhm. Ich hatte länger keins mehr. Mhm. Was für Popcorn mögt ihr am liebsten? Wow, ich habe sogar eine 1 gewürfelt. Beides gemischt. Zucker und Salz gemischt. Beste. Ich bin ein süßes Popcorn-Mensch. Ein süßer Popcorn-Mensch. Du bist ich mag ja auch gemischt. Ich bin ja wohl. Oh, danke, Fee. Alle hassen mich dafür, dass ich es gemischt mag. Ja, kriegst du auch immer Hate dafür, wenn du sagst, so, ja, ich mag es gemischt am liebsten. Ja. Das ist schlimmer, als wenn du sagen würdest, ich mag es salzig. Gemischt ist ja noch schlimmer. Du hast gerade 3 Münzen, um dir was im Super Deluxe HD Gucci Laden zu kaufen. Du hast 3 Sterne, 3 Münzen und du bist drittplatzierte. Gesalzenes Karamellpopcorn. Oh, ich bin leider absolut kein Karamellmensch. Nee? Karamell ist voll geil. Ich kann Karamell nicht leiden. Also, aber schon so dieses richtige Karamell, nicht Toffee-Ding. Buh-Glocke. Was macht die? Die ruft Bu, damit kannst du einen Stern klauen. Ach so. Nein, der wird die von mir nehmen, weil ich gerade Platz 1 bin. Ey, du musst einfach nur schnell irgendwie all dein Geld innerhalb dieser Runde verlieren. Ach so, ja, easy. Oh, eine 10, wow. Schnell einkaufen. Wir sind in einer Mall. Statt der normalen Röhre, bitte. Was will ich mit einer 10er Münzklaufalle? Ja, die Goldröhre weg, ne? Natürlich. Ich verkauf die bei Wump. Wump. Keine 2. Danke. Guck, ich verliere sogar. Oh? Guck, ich verliere sogar das Spiel. Na. Spiel mobbt mich doch. Was? Wow. Als erster. Ein Stück. Okay, jetzt verdienst du das Monty Maulwurf, den Cloud. Wow. Hey. Ich habe ein Achievement bekommen. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. What the fuck? Rigged as fuck. Oh Gott, Plätzchen. Das kann ich, glaube ich, nicht. Nee, das ist, da bin ich nicht so gut. Ja. Du hast die Pilzform, Fee. Ja. Ich habe das Quadrat. Ja. Ja. 3, 2, 1, los! Korrekt. Ich schieb's auf Hack. Was ist
das? Ich darf nicht mal mitspielen auf dem Blech. Ach doch, darf ich. Oh. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Du hast gewonnen. Ja? Ja. Oh. Ich weiß, dass sie ein Blech vor. Ich habe irgendwie fünf hatte. Fehler gemacht. Ja, wir waren einfach nur arschlangsam. Ich musste nicht viel machen. Ich auch nicht, weil die keine rechteckigen Plätzchen haben wollten. 63. Nächste Runde. Ah, Gott, ich hab voll vergessen, dass Dario da steht. Ich hab's nicht mal mitbekommen, weil ich auf Klo war. Wir ignorieren einfach die Jamboree-Partner. Geh auf Chat! Nein, das machen wir nicht. So. Okay. Keine Eins. Eine Drei! Das ist Bausi-Schmausi. Supi. Wundervoll. Wonderful. Wahoo. Warahahahah. Jetzt Bowser-Revolution. Damit Monty keinen Stern klauen kann. Kann er trotzdem da sein. Oh, das war so close. Ich bin einmal in meinem Leben vor dem zweiten, vor dem Stempel, den ich brauche. Warum? Was habe ich dir getan, Spiel? Ich bin direkt vor dem Stempel. Ich habe mit Monty getauscht. Wow. Ja, ich war kurz vor meinen Stempelkarte abgeben. Das ist alles rigged. Ja. Und Monty ist auch 10 vom Stern entfernt, natürlich. Oh Mann, Arschgesicht. Mann, Ermian, wieso klaust du mir einen Stern? Böse Ermian. Echt mal. Er hat nur den Ausgleich erschaffen. Jetzt haben wir alle drei. Bis er eine 10 würfelt und einen 4. holt. Oh, eins davor. Ja, jetzt kann er nicht mehr zum Loser-Shop gehen. Skill-Issue. Was für ein Arschgesicht! Der schafft es nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, nimm die Röhre, aber du hast auch nur 10 Münzen. Mein Baby. Ich hab einen anderen Plan. Oha, der will gamblen. Ich hab nicht viel gekauft, daher bringt das nicht so viel. Aber ich hab ein bisschen was gekauft. Der Yoshi will gamblen. Der Yoshi will gamblen. Let's go gambling! 3 Einkäufe, also habe ich 3 Lose. Grün, das gibt einen 5er. Eine Münze. Ui. Ich wollte Geld. Ich wollte nicht mal den Hauptpreis haben. Jetzt habe ich 2 Goldröhren, aber kein Geld, um sie zu benutzen. Wenn jemand eine Raubtruhe klingt, da. Bitte lass einfach keinen von euch beiden eine Raubtruhe bekommen. Das Spiel denkt sich einfach so, hier, nimm doch jetzt den Stern. Oh, ich brauch nicht mal eine Raubtruhe, sie ist ein Feld vor Bu. Chuck, du weißt, wir waren immer gute Freunde, schon seit 1978. Also, dass es fair ist, macht zufällig. Mein Haver ist ja überzufällig, darum. Naja, du kannst dich auch an Monty Maulwurf rächen, der dir ja den Stern geklaut hat, also. True. Ich mach zufällig. Du weißt doch, dass bei Zufall immer ich drankomme. Ich hab 2 Goldröhren, ja, aber ich hab kein fucking Geld, um sie zu benutzen. Ich bin also nicht weniger gefährlich als alle anderen. Meine Güte, warum kommt durch Zufall immer ich dran? Dieses Spiel hasst mich so sehr. Ja. Das
so. Vielleicht kannst du jetzt deine Stempelkarte abgeben. Ja, wenn ich unten bin, dann bin ich ganz unten, ne? Ja. Oh, wir können sogar Mario. Ich mag das Wario. Was hat Wario dafür? Nee, das war WarioWare. Das war die Quizshow. Die Quizshow? Quizshow? Ich erinnere mich ein bisschen. Ich hasse das Waluigi-Minispiel. Was? Das ist aber eine Mario Kart-Referenz. Challenge-Minispiel. Und Flipper ist basically gambling. If it was good. Ich brauch den, ich brauch dringend 3 bis 8 Münzen. Oh, dann wird's ein Gamble sein. Speich auf 40 Münzen, wenn ich gewinne. Mario, willst du wissen? Was ist das für ein. Willi will's wissen. Ist es eine Anspielung auf Willi will's wissen? Ja. Was? Ich hab das noch nicht gemacht. Ich muss, das hatten wir doch schon. Muss ich jetzt sagen? Die Frage ist, wo ist der Ausgang? Du musst wählen, wo der Ausgang wäre. Was in dem Fall Y ist, aber ich hab mich verdrückt. Okay. Und das sind immer verschiedene Fragen. Das sind 10 Runden mit unterschiedlichen Fragen. Okay. Ja? Ich glaube schon. Wenn ich verliere, ist die Schuld. Was? Was? Excuse me. Du hast den Vorteil, du hast eh einen unfairen Vorteil. Unfair ist es jetzt. Ja, wird jetzt eh irgendwie verlieren. Oh, ich hab schon. Was also sind vorher schon? Siehst du, ich bin jetzt schon kacke. Ja, weil du die Frage nicht gelesen hast. Nee, ich wollte schnell A drücken, aber ich bin ausgerutscht. Ich bin so schlecht im Videospielen. Das ist gut dran. Runde 3. Wovon gibt's am meisten? Okay, ich bin wieder im Spiel. Aha. Runde 4. Wie viele sind's? Oh Gott, ich hasse das. Okay. Wieso seid ihr so schlau? Hört mal auf damit. Ich habe einfach nur länger gebraucht. Ich hab geraten. Ja, das ist. Ja, ich hab zu lange gebraucht. Fee führt. Nee, wir sind nee, wir sind gleich Finn auf. Und ich. Ja. Ich bin knapp dahinter. Oh Gott, das hasse ich. Wie die Pest. Ich bin so dämlich. Bitte schaut nie. Ihr könnt abschalten. In dem Punkt gibt's hier nichts mehr zu sehen. Nur noch Schmerz. Mann, wie hast du eher gedrückt als ich, Hag? Mama, sorry. Na, ich hab warte unten. Ich sag ups, obwohl ich richtig war. Throwing. Ja. Wie viele sind's? Oh Gott, Es waren 12, ne? Keine Ahnung. Oh nein, es waren 11, alles gut. Wow. Mist. Letzte Runde. Oh Gott. Ich hab nicht mal die Frage gelesen jetzt. Ich war zu nervös. Es war, wovon gibt's am meisten? Na, oh, Mann. Ich hab noch aufgeholt, aber Hack konnte ich nicht mehr einholen. Ich war zu nervös, um die Frage zu lesen.
hätte ihn wirklich gebraucht, verdampft. Jaho! 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 Jetzt auf dem Bowserfeld kommen, wäre funny. Die sehen immer so traurig dann aus, wenn man auf so ein rotes Feld kommt oder so. Oh, hat neue Ware. Das ist eine Röhre, ich schwöre. Eifriger Einkäufer. Sie kann ihren Stempelzettel abgeben, yippie! Ja! Sie ist reich! Ich bin reich! Ein reicher Mann, hab eins gesagt. Sag mal laut nochmal. Sieben Münzen. Wow. Oh, du darfst ja nochmal. Nochmal! Item, please. Okay. Beschwer dich nicht über die Münzen. Bonus-Minispiel! Alle gegen Hack. Ich will gewinnen, das Problem ist, dass wenn wir gewinnen, dass Monty Maulwurf dann... Oh nein. ...dann Münzen bekommt und den Stern holen kann. Ich muss mit den Mini-Hurensöhnen spielen. Das sind Don Bananos, die haben nichts mit Donkey Kong gemeinsam. Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Oh Gott! Ich hab Monty Maulwurf abgerufen. Ey, das warst du, ich hab's gesehen. Ja, ich war's. Ich hab gedacht, dass ich einen Affe treffe. It was me! Die Affen bringen dir nichts. Die haben mir sehr viel gebracht, immer wenn ich die Einzelspielerin war. Ja, siehst du, die Affen mögen, die hassen mich. Ich hasse Affen, die Affen hassen mich. Jetzt kann sich der Maulwurf den Stern holen. Verdammt. Ja, dann klau ihm doch Sterne oder so. Ich hab kein Geld! Dann schlag ihn einfach. Ich bin nicht gewalttätig. Boah. Noch nicht, Yoshi. Noch nicht. Fair. Bin bereit. Weißt du noch damals vor 8 Jahren? Da warst du noch so ein kleiner Pups. Im Stimmbruch. Hallo Leute, willkommen! Damals war ich einfach schon tot! Papa! Okay, Monty Maulwurf hat das Geld eh gehabt. Oh, Doppelwürfe. Well? Auch noch eine 10. Bisschen Overkill, Brudi. Wenn ich meine 2 Stempel abgeben würde, wäre das hilfreich, aber ich komme da ja nicht hin. Stern erhalten! Das ist schon wieder dieselbe Strecke, wo ich schon war. Nein, oh. Oh, hat Wario geklaut. Einfach gemopst. Und eine Warpbox, meine Güte.
Einer klaut mir mein Wario. Ja doch, manche Maulwurf. Blöd, Mann. Ich bin blöd, Mann, und du bist nicht blöd, Mann. Wow. Wieso hört jetzt auf einmal Discord-Sounds? Ich habe zwei Sterne. Weil du nicht im Streamer-Modus bist. Oder weil du es im Streamer-Modus angestellt hast. Hab ich nicht. Dann mach den Streamer-Modus einmal ein. Ich versuche es auch, aber irgendwie hasst mich Discord und alles. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Sterne immer nur hier oben sind, wo ich nicht meine Stempel einlösen kann. Wäre ich jetzt auf das dumme Wummfeld gekommen und hätte meine Goldröhre eingetauscht. Ich schwöre bei Gott, Digga. Wenn du Eier hast. Bei Jot. Ich hab aktuell am meisten Angst vor Hag. Erster Platz und über 50 Münzen ist angsteinflößend. Und Wario wieder zurückgeklaut. Geklaut Strife aus Final Fantasy 7. Nachdenken. Ich mag noch den Deutsche Marino. Da komme ich ganz hoch, aber ganz hoch gehe ich ja wieder nach rechts. Also wir den Fahrstuhl nehmen. Dann muss ich das da nehmen. Okay. Ich muss das Final Fantasy 7 Remake mal weiterspielen. Hab das schon seit einem Jahr. Wow. Abgestempelt. Wow. Mögt ihr Mario Party 5? Ja. Ich verwechsel. Ich hab's die letzten drei Male angeschaut. Geh nicht auf mich drauf. Geh nicht sofort auf mich drauf. Ich würde nur knutschen. Dieser Yoshi, der geht immer auf mich drauf. Yoshi, geh nicht auf mich drauf. Okay. Willkommen zu meiner neuen. Willkommen zu meinem neuen Let's Play, Splatoon 3. Alter, Monty! Hey, ich soll nicht auf dich draufgehen, aber dann darfst du auf mich draufgehen, oder was? Ja. Du hast jetzt eh gewonnen. Nee, Fee gewinnen wir das. Nee. Das hat Yoshi gemacht. Ja. Okay, never mind. Ich dachte nicht, dass das so viel ist. Doch. Ich wurde behindert von Monty. Meinst du Remake oder Rebirth ab der... Ja, das eine ist nicht seit einem Jahr draußen. Nächste Runde! Die nächste Runde! Oh, yippie! Oh. Rabbit Action. Green. Seems. Wo bin ich hier überhaupt? Hallo. Hallo. Was ist da denn los? Nein. Von einem Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wild. Man hat ab. Der Geburtstag? Ja, steht das auch vor einem Jahr hatte er Geburtstag. Geburtstag. Ich hab bald Geburtstag, das ist korrekt. Aber weißt du, wer vor dir Geburtstag hat? Du. Ja, und weißt du, wer zwischen uns Geburtstag hat? Auch du. Ich? Ich bin okay. Ich weiß nicht, Yoshi, wann hast du Geburtstag? Am 1. Januar. Wow. Was für ein scheiß Geburtstag.
Ach, gibt's Schlimmeres. Du hast... Ich glaube, bei Yoshi ist es ganz cool. Ja, und die machen zu Feier, als ich geboren wurde, immer Feuerwerk. Ist ganz nett. Nur leider bin ich Anti-Feuerwerk. Grrr. Also hasse ich. Umweltverschmutzung. Vor einem Jahr und zwei Tagen hatte ich Geburtstag. Abdel, du hattest vorgestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich, Skorpion. Skorpion? Einfach Skorpion. Beleidigend. Ist ein Skorpion, ja. Ja, das ist im Kopf. Ich hoffe, du hast Sonic-Merch bekommen oder so. Das wünsche ich dir nicht. Skorpion for life. Willkommen zur neuen Ausgabe. Jeder darf Item-Minispiele spielen, außer Huck. Ich habe schon drei Items. Was hast du mit Huck gesagt? Ich habe gesagt, willkommen zur neuen Ausgabe von Jeder darf Item-Minispiele spielen, außer Huck. Achso, ja, ich darf nicht. Der Wechselspiegel, okay. Ende. Und, no, das ist aber ein sehr cooler. No One Piece Merch und Astrobot. The One Piece is real. Aber weißt du, was besser als Skorpion ist? Ich weiß, was kommt. Zwei Skorpionen? Yoshi, sag das Richtige. Zwei Skorpionen? Nein! Was kommt nach Skorpion? Denkst du ernsthaft, dass ich mich mit Sternzeichen auskenne? Ja! Ich weiß doch die Reihenfolge von denen ich... Waage, Schütze, Zwillinge, Meermann, Ratte, Meermann. Steinbock. Yoshi, Jungfrau. Ich geb dir gleich Jungfrau. Danke. Ich mach dich gleich nicht mit zur Jungfrau, was? Oh. Hurra. Willkommen zum heutigen Stream. Bei 10.000 Likes verliere ich live on cam meine Jungfrau. Oh nein. Ich muss dich nur in die Fenster kaufen. Ja, dann kann da Finny ihre Spiele spielen, ihr komischen plus 18 Spiele. Und Yoshi macht keine Ahnung was drauf. Und ich bin Kommentatorin. Ich mach Fortnite. Also Yoshi, war das voll die Hure, ne? Der wird überall rumgereicht. Yeah, baby. Glücksalwürfel. Ich muss jetzt meine beiden Goldröhren verwenden, nur um wieder ansatzweise im Rennen zu sein. Oh ja, ich bin wieder nicht auf Chance Time gekommen, wer hätte damit nur gerechnet. Bei dir mal bitte deine Jungfräulichkeit, Josh, würde safe viele Zuschauer geben. Immer doch. Ja. Oh. Yoshi, darf ich 10 Münzen von dir haben? Stehst du nicht direkt vor Buu oder so? Aber ich möchte deine jetzt bitte haben. Die kann ich dir leider nicht einfach so anvertrauen. Nee, du bist nicht ein Feld, da fehlt, glaube ich, ein Feld. Du wärst fast auf meine Trap gelandet. Ich will dringend mein Geld eintauschen, damit ich die Stempel habe. Du hättest so... Nee, oben, das brauchst du wieder. Du musst immer bei den Zeilen, wo du nicht... Ich bin... Die drei Male, wo ich irgendwie auf der Straße war, wo der vierte Stempel ist, der mir jetzt noch fehlt, die wurde ich wegteleportiert. Oder ich wurde einfach ein Feld davor teleportiert mit meiner Röhre. Oh, Huck ist direkt beim Stern, wen wundert's? Mich wundert es, dass das Spiel mal nett zu mir ist. Du bist Erste! Das Spiel ist die ganze Zeit nett zu dir!
Weißt du, wer das Spiel nicht nett ist? Hallo? 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 Weißt du, wer das Spiel nicht nett ist? Deine Mama? Mir! Mir. Zu mir. Wer wurde denn jedes Mal bei Random Boo ausgewählt? Das kann ich nicht. Opferrolle hier, also bitte jetzt, ne? In Mario Party bin ich immer die Opferrolle. Weil es halt die Wahrheit ist. Hast du mal versucht, kein Opfer zu sein? Immer hast doch. Hast du mal versucht, halt Stopp zu sagen zu dem Spiel? Immer doch, sagt er so, als wäre auf OnlyFans aktiv. Bist du es, gib mal ein paar Bilder, bitte. Wenn musst du schon subscriben. Ich könnte mir Wari wieder klauen, aber der wird mir eh wieder zurückgeklaut. Ist er nicht gleich irgendwann mal weg? Gute Frage. Ich glaube ja. Ist denn die Runde noch da? Ich weiß es nicht. Hab kein Geld. Wobei, das ist eine Lüge. Dann subscriben Sie jetzt! Das Geld brauche ich aber morgen. Patreon gehen. Was kaufst du denn morgen? Ich brauche mein Geld übermorgen. Da kaufe ich mir Mario und Luigi Brothership für die Nintendo Switch. Ich hab's mir vorbestellt. Also müsste es jetzt übermorgen, vielleicht, wenn ich Glück hab, morgen ankommen. Wisst ihr, Hack ist auch jemand, der oft wegen kein Geld rumheult und dann sagt, ach, ich hab mir jetzt doch Switch Online gekauft und ach, ich hab mir jetzt doch Mario und Luigi vorbestellt. Ja, aber ich gehe mal so ein bisschen bei meinem Budget in den letzten paar Wochen ein bisschen drüber. Gestehe ich euch. Also jetzt dieses Nintendo Online hat mir jetzt für den Monat auch nur 4 Euro gekostet, das war jetzt auch nochmal okay. Wie gesagt, ich hätte dir einfach kurz die 5 die Monat Trials gegeben. Nein, das ist okay. Okay. Ich gehe einfach ein bisschen unachtsam mit meinem Geld gerade um. Ich schenke das. Bis Ende des Jahres. Bald kommt Scheiße. Weihnachtsgeld. Weihnachtsmann. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Dass dich alle Kinder lieben und ich hab, du liebst auch mich. Weihnachtsmann! Du weißt, dass ich ein Fahrrad will. Ach du Heilige. Ich hab so Angst, dass ich hier irgendwen runterschieb oder runtergedrängt werde. Genau das, davor hatte ich Angst. Also Finn hätte schon dreimal runterfallen sollen, so wie sie läuft. Ja. Das hast du jetzt herbeigesprochen, ich hätte fast gewonnen. Leider ist die Türkei zu hart für uns. Das ist nicht die türkische Brücke, sondern die türkische Brücke, musst du wissen. Weißt du, wann es noch ganz hart ist? Mein Leben. Ich warte, ich stelle mal kurz mein Stream ab 18 Jahre. Türkei, grrr. Letzte 5 Runden. Oh Gott, was passiert jetzt? Yay, letzter Platz. Wollen wir tauschen? Ja, mehr Geld, weniger Geld, Duellgeld. Niemand hat Geld. Oh, ich darf entscheiden, was passiert. Ein Sternfeld wird hinzugefügt. Die Münzen aller Spieler werden verdoppelt. Das bringt Hack viel zu viel, als ich das auswähle. Alle bekommen einen Doppelwürfel, ist zu langweilig. Mehr Chance-Time-Felder, let's go! Oh shit. Oh nein. 1, 2, 3. Oh nein. Das nennen sie mehr? Ich hätte jetzt 5 gedacht. Es gibt, glaube ich, 1 oder 2 Chance-Time-Felder auf dem Board. 3 extra sind eine Menge. Ah. Bye bye. 5 mehr, einfach für den Pain. Let's go! Ich vergesse immer, wo ich bin. Du musst auf nur der eine zweiten 7 Ebene, würfeln. Links. Du musst eine 7 würfeln. Du musst mehr als eine 7 würfeln. Ich würde den 3er Würfel glauben. Axel hat kein Geld. Das macht keinen Unterschied. Ach so, du hast kein Geld. Du kannst dir was ausleihen. Du kannst auf das Ereignisfeld da landen, das ist der letztplatzierten Shop. Der gibt dir einen Boost, wenn du da als letztplatzierter drauf landest.
Welche Zahl waren das jetzt? Das war die... Wir sehen das Brett nicht, du siehst das vor. Wie kann ich es denn sehen, da? Das ist der am Anfang von der oberen Ebene ist. Achso, ja, da am Anfang. Das sind vier. Vier oder fünf. Ja. Ach ja, Wario ist abgehauen. Ich war jetzt so, hey, wo ist der? Oh, danke schön. Und was kaufen? Nee, ich hab ja schon, aber ich will nur mal gucken, was der hat. Ja, aber du bekommst Münzen und du darfst dir was kaufen. Das ist ja voll cool. Aber das funktioniert nur, wenn du als Letztplatzierter da drauf landest. Sonst ja, macht der Feld ja gar nichts. Aber du bekommst ein Ausrufezeichen-Feld dazu. Nee, ich spare mein Geld. Tatsächlich. Ich wollte die Münzen. Und er holt sich jetzt den Stern. Bitte lande auf Chance Time. Was mir sehr viel Angst macht, ist, dass da oben noch Bu ist. Also ich gehe safe davon aus, dass Hack sehr viele Sterne am Ende haben wird. Ja, du klaust wieder random Sterne und ich muss dran glauben. Am besten von Fee jetzt. Ja, genau. Danke. Schlag noch drauf. Ich liege schon am Boden. Warte, kommt der auf Baubau oder auf Glücksfeld? Auf Glücksfeld, ja. Auf Bau seid ja niemand freiwillig gewürfelt. Ich vermisse, dass man einen Stern von Bowser bekommen kann. Das konnte man nie. Doch, konnte man. Nein. Doch. In Superstars war das, dass man Stern geschenkt bekommen hat. Von Bowser? Echt? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, schon. Ich habe mal von Bowserfeld einen Stern bekommen. Was? Ich glaube, das war bei den letzten 5 Runden oder so. Bin ich gerade falsch? Aber ich glaube nicht. Emian, hörst du zu? Du weißt das doch noch bestimmt. Ich weiß, dass Bowser dir Geld geben kann, aber kann er dir einen Stern geben? Ihr Geld kann er auch geben, aber ich glaube auch einen Stern. Ich kann den Stern klauen, aber geben? Ja. Soll ich mal witzig sein? Ich meine, die... Oh, was machst du? Wenn du auf Bowser landest, wär's throwing. Und auf Chance Time! Ah, oh, danke. Puh, hab ich gerade nicht im Kopf genau, aber kann gut sein. Weil ich weiß auch, dass es dieses Fake-Sterne gibt bei Bowser. Diese, er gibt dir 100 Sterne angeblich. Ja, dann haut er einfach ab, der macht dann nicht. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch dieses mit einem Stern. Vielleicht erinnere ich mich falsch. Naja. Oh Gott. Fee, was zuerst? Links, rechts oder Mitte? Mitte. Ist immer spannender dann. So habe ich das letzte Mal 3 Sterne verloren. Ich weiß immer nie, wie ich. Oh oh. Wie sagt man? Stopp. Oh. Oh Gott. Bitte nicht, ich. Wenn du mir meinen Stern wegnimmst, sie war die längste Zeit Freundin. Sag, du wärst stopp. Schuld gewesen. Du hast dir das selbst zuzuschreiben. Yoshi, sag stopp. Ich werde nicht stopp sagen, jetzt habe ich's gesagt. Wow. The Great Equalizer. Hey. Bravo. Ich hab schon mein Gesicht da gesehen.
Weil das wäre typisch gewesen. Knisterblitzkarussell! Ich rede nie wieder mit dir. Geh du weg. Hast das getimed! Ja, nein, geh weg. Ich will nicht mehr mit Fee reden. Hey! Genau! I am very emotionally stable, also me. Geh weg! Doch nicht meine Schuld. Doch, es ist deine Schuld. Hund! Warum? Yoshi hat Stopp gesagt. Gegen meinen Willen! Hätte ich Stopp sagen sollen, oder was? Ja, dann wäre es nicht passiert. Ja, dann. Nee, Hack muss einfach mit den Konsequenzen ihrer Taten leben. Nein. Fee ist schuld. Okay. Geh weg von mir. Ich hab Angst. Okay, Fee ist schuld. Wir können auch den. Das ist der klassische Politiker-Trick machen. Einfach die Schuld auf irgendwen schieben, der nicht dafür verantwortlich war. Ja. Ey, ich mach doch gar nichts. Die Grünen sind schuld. Oh. Ich bin das erste Mal dabei und schon werde ich gemobbt. Ah. Die Grünen! Nur weil du grün bist? Ja, ich bin schuld. Die ja. Grüne Nase. Fee, du musst jetzt zu Shenstein gehen und mir einen Stern wieder zurückgeben. Das ich kann dir auch den von Yoshi wiedergeben. Meine Sterne sind aus 100% Bioanbau. Und biologisch abbaubar. Kann ich mal bei Boo mehr Sachen holen? Nein. Triple Dice. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, auf Chainside zu gelangen. Verdampft. Oh. Oh. Ah, schade. 14. Wie gewinnt das noch? Hm. Münzen. Lass mich in Ruhe, du hast schon meine Münzen bekommen. Ich mein mach Stern zufällig. Ach. Ach. Warum? Ich wurde nicht ausgewählt. Irgendwas läuft hier gehörig falsch gerade. Ich hab schon den Herzinfarkt gehört bei dir. Ich hab schon fest darauf ausgelegt, Art zu mashen. Schon. Ist der Stern unten oder oben? Ist der Finger der oben, wird man oben. Loben. Du merkst, dass Fee schon alle Stempel hat. Ja, ich müsste eigentlich mal runtergehen. Guck mal, wie gewinnt das alles noch? Na, ich glaub seid nicht. Ihr beiden recht gleich auf. Wieso? Ich glaube, glaub, jetzt hat Fee mehr Geld, weil sie den Spiegel verkauft. Ja, und dann stimmt. Unten nochmal die 50 Münzen. Also hat Easy gewonnen jetzt. Easy gewonnen jetzt. So vor den Bonusstern, bevor alle Runden vorbei sind. Easy gewonnen. Ja. Ja, Wump. Wahnsinnig guter Preis. Guter Preis, guter Preis. Was letzte Preis? Der hat dich voll gescampt. Der hat dir nur 14 Münzen gegeben. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Habe ich das nicht für 20 geholt? Nee, ich habe das kostenlos bekommen, oder? Ich glaube, du hast es für 7 im Sale gekauft. Ah ja, stimmt. Trotzdem das Doppelte gemacht. Jetzt ist Fee auf 1. Hat er auch eigentlich auf Chance Time oder hat er zu hoch gewürfelt? Natürlich hat er zu hoch gewürfelt. Oh, er kommt genau zum Stern. Und hat genau genug Geld durch Buhu bekommen.
Wow. Das ist insane. Die KI ist zu stark. Wir müssen sie schrotten. Und er kann sich gleich neues Geld holen. Oh Gott. Wenn wir gegen die KI verlieren, das wäre so bitter. Hello guys, this dream is fully AI generated. None of this is real. Except of course today's sponsor, Raid Shadow Legends. Accept the pain, it's real. Imagine, du bist zu broke für den einen Münzladen. Er hat nicht mal Geld, um das wir spielen können! Sechs Münzen. Ich brauche auch mindestens eine 6. Hackzahl. Ja. Ich wollte eigentlich mein Geld einlösen. Ja, nimm doch nächste Runde deine Röhre. Na, wäre eine Idee wert. Jetzt hören wir alle auf 5 Sterne, oh Gott. Oh, warte, falsches Emote. Da, ist da wer in der Nähe? Nein. Also außer mir. Dann gibt's noch ein Battle-Minigame. Und 10er. Zehner. Dreierwurf. Mögt ihr Mario Party 4? Basketball. Basketball. Das ist dieses. Das kann ich nicht. Das heißt Dreierwurf, aber ich bekomme nur 2 Punkte für einen Wurf. Rigged. Okay, ich hab gewonnen. Neun und 11 Punkte. Hack, warum hast du nicht auch 9 Punkte gemacht? Tut mir leid. Das ist ja uncharakteristisch von dir. Tut mir leid. Ich hab wieder das Geld. Das gute Geld. Wir haben Glücksmünzen bekommen, Fee. Glücksmünzen. Ja. Wir sind kleine Glücksfeen. Wowie, zowie! Ja, das ist ein bisschen hinter... Oh nein! Keine 4 oder 5. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Noch mal ein Hidden Block mit einem Stern drin, wie wär's? Minispiel. Oh, harter Münzdieb. Nein. Ich hab schon wieder zu viel. Nein, das war ich halt. Ich auch. Nicht auch. Oh, ich mag das nicht. Mein Headset. Ist das Gegenteil von Mario Party 1. Oh, Shit. Schlag mich. Warum schlägst du mich? Warum? Yoshi, hallo? Ja, ich weiß nicht, wie lange ich irgendwas überlebe, weil mein Headset ist jetzt gleich der Akku leer. Oh. Ah, diese Invisibility. Nein.
Komm her! Komm her, Fini! Lass mich in Ruhe! Komm her, Monty! Ich bin so schlecht in sowas, ne? Ah, komm her! Nein! Ich lauf direkt vor deine Nase und du kannst mich trotzdem nicht treffen. Ja, ich bin nicht gut in sowas. Nein! Komm, nimm mir eine wenigstens. Die Mitleidsmünzen. Ich bin nicht gut in sowas. Noch drei Runden. Let's go. Der Stern ist ganz schön weit weg, ne? In der Tat. Aber du könntest jetzt trotzdem noch deine Münzen abholen. Und mit einer 3. Dann hättest du nochmal 50. Ja. Und mit einer 3 würdest du zur Buglocke kommen. Warum sage ich überhaupt Wörter? Aber du schaffst es nicht mehr rechtzeitig, das Geld aufzutreiben, um einen Stern zu klauen. Hoffe ich. Ja. Doch. Jetzt hast du es gejinxed. Wobei, ich glaube, wenn du auf das Tombola-Feld kommst, vielleicht noch. Aufpreis für Hack. Ui. Was soll das denn jetzt? Guck mal, wie so nah dran. Du musst die Runde doppelt zahlen. Ich vermisse die 50 Runden. Warum? Hey, die waren doch cool. Ja. Ich vermisse die Wacky Watch. Die Wacky Watch ist Peak. Phil, kennst du die Wacky Watch? Nee, kenne ich nicht. Was macht die? Du hast was im letzten Leben. Die setzt die Rundenzahl auf die letzten 5 Runden. Oh. Was habe ich auch anders erwartet? Oh, ich brauchte eine 1, ich würfel eine 9. Oh, ich brauchte eine 9, ich würfel eine 1. Wer hätte damit nur gerechnet? Habt ihr denn schon mal mit den Profi-Regeln gespielt? Ja, Hack und ich haben eine Party damit gemacht. Ei. Und wie viel Schmerz war's? War okay. Ja. Echt? Wir haben geskippt, welcher Bonusstern kommt. Muss ich auch mal spielen eine Runde mit den Profi-Regeln, aber ich fand die so nervig. Boah. Arschteuer. Na, ist jetzt das Geld, ne? Ja, noch, aber der Stern kostet halt 40 jetzt. Stern erhalten! Da komme ich gerade her! Oh, Hack, du kommst zum Loser-Shop! Als Erste! Nee. Hä, ich war doch auch schon da! Als Erstplatzierte, meine ich! Ah. Im letztplatzierten Laden, du bist aber nicht Letzter! Erster dich. Wow, wow. Minispiel. Maxi-Spiel. Maxi-King. Der beste Block. Oh nein. Ich hab schon wieder zu früh auf Plus gedrückt. Yoshi, hallo, hör mal auf damit. Ach so, nein, dieses Spiel. Ja.
Dieses Spiel. Das ist so ein Schmerz. Das ist so ein Schmerz. In diesem Spiel wirklich, legit, Josh und ich teilen uns eine Gehirnzelle. Ich nehme Y übrigens. Sag ich doch. Ja, Josh und ich eine Gehirnzelle. Ich werde A nehmen. Ja, ist mir egal, was du nimmst. Ich drücke schon vorher. Emian, oh no. Emian hasst dieses Spiel. Ich auch. Ich mag das voll. Oh. Wow, das ist aber auch selten. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwer gut in Videospielen ist. Oh. Ich habe Eier schon. Ich habe ausgewählt Le Croissant. Okay, na, Y ist offensichtlich Bait. Wer würde das jemals wählen? For the joke, ich hab's gefunden. Wow. Und hack auch meine eine Gehirnzelle teilen. Ich nehm das L für Luigi. Ja, ich hör mal auf. Der L für Loser. Weißt du, wie das war, Luigi L nehmen zu können? Wow. Easy. Ich kann davon legit nur zwei nehmen. Ja, und ich hab B genommen, weil ich wusste, dass Hack das nicht wählt und ich somit alleine bin. Weil nur Hack das wählt, was ich wählen würde. Easy. Wow. Nee, das Spiel ist furchtbar. Ja, das ist so glücksbasierend. Ich glaub, ich weiß nicht, das Spiel ist doch super easy. Also ich finde, also an sich finde ich das auch cool und so, aber es geht auch zu lange. Die hätten so 2-3 Blöcke weniger machen können. Finde ich. Ich finde, mit 2-3 weniger Blöcken ist es nicht so spannend. Du kannst ja noch ein krasses Comeback machen, wenn zwei Leute immer dasselbe nehmen. Comeback. Win, Luigi, number one! Für eine Runde? Ja, für eine Runde. Das bringt ja jetzt voll was. Der ist auf dem Weg zum Stern, das heißt, technically, wenn man den noch... Sorry. Reicht das? Ich glaube, das ist ein zu wenig. Weit zu wenig. Schade. Wenn ich das krasseste Münzminispiel aller Zeiten dran komme. Oder jetzt so ein Battle-Minigame. Er könnte noch gamblen gehen. Oder er würfelt einfach mal wieder godlike. Monty ist Gott. Confirmed. Also der Stern ist irgendwo, wo sonst niemand ist. Das heißt, ich werde meine Röhre nehmen. Oder mich zu Hack war, um den Stern zu klauen. Das wäre auch noch eine Idee gewesen. Ja, komm her. Wow. Ich bin am Anfang. Spiel Moffi genau, oder? Auch? Ja. Ich werde hier auch gemobbt. Einfach nicht mobben. Mobbing. Hey, ich hab gedacht, Mobbing ist voll gut. Was hältst du von Mobbing? Glücksteilwürfel. 10 von 10. Oh, wenn man jetzt keinen Stern holt, habe ich den noch. Wie soll ich denn jetzt? Ich habe nur 13 Münzen. Ja, du hast den Stern halt zu Wucherpreisen gekauft. Und du kommst jetzt in den Wuchershop. Wow. Es hat alles Bonusstern abhängig. Oh Gott. Oh nein, ich kann mit Waluigi 2 Sterne klauen. Oh mein Gott. Ist das das Comeback in der letzten Runde? Shit.
Würfel zu sehen. Nein, das Ach, das Spiel. Ist oh nein. Das habe ich nur in Dings gesehen. Auf YouTube. Start! Es ist RNG. Wow. Oh. Okay, watch me first try this. Der, das Runde muss natürlich ins rechte Eckige. Verdammt. Hm. Okay, ich mach die nach. Watch me. Oh. Wow! Rigged! Oh, das war so lucky! Oh Gott. Ende. Meine Oma fährt im Hühnerstall-Motorrad. Das war echt unlucky. Motorrad. Nein. Hm? Aus. Meine Yoshi. Oma. Nein, Yoshi. Sei ein lieber kleiner Puss. Sei ein lieber Oma fährt im Hühnerstall-Motorrad. Yoshi, ich krieg dich aus dem Korb, wenn du so einmal singst. Du hättest sogar fast 50 Missen bekommen, dann hättest du mit Bu nochmal einen Stern klauen können. Ja, jetzt heißt du noch mehr Geld wegzunehmen. Nein, du kannst auch Monty. Oder Hack, du könntest Hackgeld wegnehmen. Nein. Ah, ich habe eine Discord-Nachricht bekommen. Ich auch. Oh, Siggi hat abgesagt. Was für eine Nase. Als ob er jetzt abgesagt hat. Yippie! Jetzt kannst du noch eben schnell zu Boo gehen, wie auch immer das möglich sein soll. Ja, jetzt muss ich jetzt zu Boo rennen. Hey! Schnell die Füße in die Hand nehmen. Ja. Oh. Und du wärst doch auf Gambling gekommen. Wow. Jetzt die Goldröhre in der letzten Runde bekommen. Sieben Lose! Sieben. Du kannst das vorspulen, dann geht's schneller. Eins. Fünf. Ich kann kein Mathe. 15, nochmal 1. Du hast nur 1 an 15 da bekommen. 53, boah. Das ist eine Menge. Ihr könnt auf Chance Time landen. Gut, aber nicht. So, Yoshi, wo willst du landen? Zum Stern. Wenn ich Waluigi bekomme, bin ich in Führung auf der letzten Dings, weil ich mir 2 Sterne kaufen kann. Das heißt, ihr müsst euch anstrengen, wenn ihr krasse Flipper genossen werden wollt. Da.
Wie bist du gut in Nein. Real Life? Ja. Da? Nein. Challenge-Minispiel. Count Gegner im Vorbeiziehen 3 bis 8 Münzen. W-A-L-U-I-G-I. Danke. Ui. Gib mir einen Eiffelturm, gib mir einen Eiffelturm. Ach, Blooper, der bringt nichts. Eiffelturm, gönn. Schon wieder Bloop. Wie kriegt ihr das hin, so viele Punkte zu kriegen? Mit den Items. Ja, aber ich krieg nicht mal Items. Wir müssen alle Valuigi-Buchstaben hinbekommen. Luigi bekommen. Dieses Minispiel geht aber auch viel zu lange. Ja. Ach, das haben alle Challenge-Minispiele so an sich. Ja, ich finde, das irgendwie dauert noch länger. Ja, weil es ein fixes Zeitlimit hat, wie lange es dauert. Ich brauche den Eiffelturm, damit ich mir meine Chance habe. Disco-Kugel ist gut. Doppelte Punkte. Ich mach grad keine Punkte. Ich auch nicht. Oh nein. Eiffelturm, let's go. Ich kann auch. Es sind noch 10 Sekunden. Ich kann nicht mehr aufholen. Oder doch? Wow. Danke, Waluigi. Nein, so knapp. Ich war 20. Na, ich war 40 Punkte hinter Monty. Mein Ermian. Alles auf Ermian schieben. Egal. Ja, well, Waluigi bringt ihm wenigstens nix. Aqua wäre die schlimmste Option für mich gewesen. Hallo? Sorry, Hux, du bist immer. Du bist meine schlimmste Option, kleiner als 3. Warum das denn? Weil du der Einzige bist, der außer mir noch was mit dem Partner machen kannst. Ich hab hier nichts lesen. Ich kann nichts machen. Du hättest uns zweimal von Bu klauen können. Münzen. Was bringen wir denn jetzt Münzen noch? Dass, wenn wir bei einem Gleichstand sind, du gewinnst.
Aber so bin ich, glaube ich, abgeflasht. Ich kann nicht mehr gewinnen. Du bist Zweite, wir haben dieselbe Sternanzahl. Nein, ich bin egal, was ich mache. Ich habe keine Chance mehr. Hast du mal 10 gewürfelt, hast du sogar noch den Stern bekommen. Soll ich jetzt extra von dir Münzen klauen, damit ich dir das beweise? Tu, was du nicht lassen kannst. What? Wow. Neun Münzen. Oh nein. Ich weiß, welches Feld da ist. Was denn? Oh. Nein. Mach mit Augen geschlossen. Nee, Schätz, warte, das macht es noch schlimmer. Chance. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Willst du noch einen Stern haben, Yoshi? Liebend gerne, ich nehme gerne alle Sterne von dir. Das macht ja nicht mal was! Honestly, ist vielleicht besser so. Oh, das ist das Best Outcome. Hätte ich meinen Stern nicht abgeben müssen, dann, oh Gott. Blut zu Fuß. Haben da diese Blugs? Die Glutsauger. Das sind Blugs. Nein, Blugs sind andere Gegner. Nein, das sind doch Blugs. Nein, Blugs sind andere Gegner. Die sehen ähnlich aus, fühlen denselben Zweck, aber es sind andere Gegner. Komische Feuerdinos für mich. Blug. Ach, das ist nicht Blug. Blug ist der aus Yoshi's Island. Ja, aber... Hey, ich bin doch gar nicht an dem dran! Die sind ähnlich wie Blugs, aber es sind keine Blugs. Gewonnen! Gewonnen! Rigged. Okay, jetzt schauen wir mal, wie das endet. Ja, ich bin nicht erster. Ich sag Fee, dann Yoshi, dann ich. Ich? Warum ich? Wenn du einen Bonusstern cool bekommst, bist, dann bist du gleich auf mit Hack und mir, was Sterne angeht, und hast mehr Geld. Oh. Hast du den versteckten Block gefunden? Hat Boo geklaut. Da gab's Chance Time. Warte mal, nicht so schnell, nicht so schnell. Unglücksbonus. Nicht so schnell. Oh, Huck, du könntest recht haben. Der letzte Bonusstern entscheidet alles. Geht ihr mich, oder? Ja, ich hab Mario Party gewonnen. Glückwunsch. Oh. Das war nochmal knapp. Hätte ich jetzt echt noch einen Stern abgegeben, dann hättest du gewonnen. Es kam wirklich alles auf die letzte Runde an. Oh, bis zum Ende hin spannend. Schauen wir uns doch mal die Details an. In der Minispielsieger, Ereignisfelder, Chance Time. Drei rote, ich bin nullmal auf rot gekommen. Ich bin die ganze Zeit auf rot. Ein Bowserfeld. Bowserfeld hättest du auch. Ereignisfeld hättest du auch, Fee. Also warst sehr gut dabei, was potenzielle Bonussterne angeht. Die meisten Felder getravelt ist tatsächlich Monty. Ich bin die wenigsten. Ich hätte den Trödelbonus gehabt. Items wäre Monty gewesen. Gekaufte wäre Fee gewesen. Alle haben versteckten Block gefunden, außer ich. Aber ich habe die meisten Minispieler gewonnen. Hm. Ass. Gibt erstmal einen Haufen Punkte.
Ja, du wirst jetzt zum Schluss geradet. GG. Macht ihr es eigentlich mit Absicht, mich beide Male direkt nach Ende der Party zu raiden? Das war beim letzten Stream schon genauso. Es ist funny, mach den Bit weiter. Hallo. Hallo. Hallo Raider und tschüss Raider, würde ich mal sagen. Hallo Raider und tschüss Raider. Du sollst einfach immer am Ende der Party raiden, das ist ein Klassiker. Also gut, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Warte, ich muss dich noch raiden. Warte. Lass mich jetzt auf. Warte, bis der Raid da ist. Hallo. Ich hab jetzt keine Lust zu raiden. So. Okay. Vielen Dank fürs Schauen, Leute. Ah, danke für den Raid-Hack. Wusste ich ja gar nicht. Bitteschön. dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielleicht morgen nochmal Mario Party mit Sigi nicht, aber Marin und Yoshi und mir vielleicht. Mal gucken. Danke, Mr. Eco für den Follow. Und ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Bye, bye. So, und ich sag jetzt auch nochmal tschüss zu, keine Ahnung, wer noch bei mir da ist. Tschüss.